So, Kapelle. Verrückte Sekunde, ne? Da baue ich jetzt eine geistige Führung ein. Und den Laden. Jetzt ist er wieder ganz woanders hingesprungen. Klar, ich bin ja auch über ein Programm gelaufen. Da muss es, das ist ja klar, das geht nicht anders. Da müssen wir jetzt bei Einsatz doch eigentlich, nee, bei Logistik, ne? Vier Arbeiter reinsetzen. Ne? Ja. Da müsste der Laden ja stimmen. So, was ist hier hinten schon wieder los? Also, du siehst vielleicht auch, auf dem Hof scheint wieder Bumbulle zu sein. Wir brauchen einfach mehr Glück bei der Tunnelsuche. So. Dann folgen wir noch mal ein bisschen Garrett Osborne, weil es müsste ja jetzt gleich eigentlich Spiritualität und Luxusgüter die Möglichkeit für ihn geben. Weil wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es gar nicht mehr. Da ist ein Todesfall. Der ist bei mir hier unten. Kannst ja mal gucken, ob der zur Leichenhalle gebracht wird oder gleich auf den LKW geladen wird. Nein, Level und die Leichen habe ich gebraucht. Sehr gut. Gestorben an, weiß man nicht. Tot. Er ist einfach nur tot. Ach so. Also es war kein es muss selbst gewesen sein. Es war keiner in der Zelle. Oder er war unsichtbar. Aber wir müssen da einfach mal gucken, ob da irgendwo ein Tunnel zu finden ist. Das sieht doch definitiv wieder nach Tunnel aus. Ich schätze mal auf Überdosis, weil er hatte Drogenbesitz. Kürzliche Fehlverhalten. Wobei wir sowas hier anbieten, ne? Also es ist ja, müsste ja hier Drogenberatung findet ja statt. Und da die alle dieselbe Uhrzeit haben, ja. Müssen halt gucken, wie sie klarkommen, weißt du? Müssen sich entscheiden, gehen sie zum Psychiater oder legen sie sich ins Krankenbett. So, Herr Osborne, Sie sind ausgeschlafen. 37 ist jünger als ich, der alte Mann hier. Mann, Mann, Mann. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, warum der so wahnsinnig viel Klamotten auf seinem Bett liegen hat. Und kein Tunnel gefunden. Ja, ist klar. Kannst du da hinten noch mal eine Tunnelsuche machen? Die Frage ist natürlich, wird der bedient? Laden. So, er geht duschen, alles klar. Er ist relativ entspannt. Die Häftlingsuniformen werden nicht abgeholt. Jetzt gibt's Essen. Klar, renn dahin, als wenn es sonst nichts gäbe, weißt sieht sehr lecker aus. Wie einmal in den großen Topf gekotzt. Ja, also ihm fehlt tatsächlich aktuell wirklich nur Spiritualität und Luxusgüter. Ansonsten ist der völlig entspannt.
Baut aber seine Ruhephase, also er wird schon wieder nervöser, merkt man. Ne? Er ist zwar noch ruhig, aber er hat Doppelplus. Das heißt, er wird gleich wieder nervös. Also wenn man das so sieht, dann müsste ich aber auch schon längst in so einer Anstalt sitzen, oder? Also ich brauche nicht so lange, um auf 180 zu kommen. Ich kriege das schneller hin. Ich weiß aber auch nicht, warum der. Warum steigert er sich jetzt rein? Er hat doch eigentlich alles. Jetzt rennt er nach oben, jetzt rennt er nach unten. Hm? Naja, er hat das Perk extrem launisch. Dieser hier muss im Auge behalten. Diesen hier müssen sie im Auge behalten. Alles kann ihn ausflippen lassen und dann wird es ganz schnell ganz ungemütlich. Der hat einfach das Perk, das halt einfach anscheinend extrem schnell variiert. Ja, aber er variiert ja gar nicht so schnell, sondern jetzt. Ich weiß nicht, jetzt sitzt er und genießt seine Freiheit. Und jetzt geht's wieder ein bisschen nach unten. Und jetzt rennt er wieder irgendwie durch die Welt. Und wo rennt er jetzt hin? Ach komm, jetzt wird er nicht auch entlassen, oder? Stopp mal bitte das Spiel eben. Guck mal, wo er jetzt ist. Nee, ich seh's nicht, ich verfolge euch. Warum können die hier alle durchlaufen? Das Ding ist doch von mir heute schon noch einmal überprüft worden, dass hier nur Personal rein. Mittlerweile wieder nicht. Aber wie geht denn das? Es hat doch überhaupt keiner an dem Ding rumgefummelt, oder? Also an der Außenwand war doch überhaupt. Guck mal, wie viele Leute hier drin sind. An der Außenwand war doch überhaupt keiner dran. Wie kann das denn sein? Verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite übrigens auch, die Außenwand war auch wieder. Hab's jetzt hier gemacht. Okay, dann können wir weiterlaufen lassen. Jetzt haben wir ja ein Problem gefunden. Den Tunnel da hinten haben wir immer noch nicht, ne? Nee, nee. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also das sind natürlich auch Dinge, die dürfen eigentlich niemals passieren. Aufgabe, Häftling nach Gummizelle eskortieren. Aha, warum? Warum kommt er jetzt in die Gummizelle? Er hat doch gar nichts gemacht. Wofür wird er jetzt bestraft? Ach, gar nicht. Er wird gar nicht bestraft. Er wird da hochgebracht und jetzt rennt er wieder los. Und geht von sich aus in die Einzelhaft. Um da zu kacken. Alles klar, ja, ja. Nee, Spiel, du hast halt wirklich. Also, da muss ich ja sagen, das hast du richtig. Er hat ja ein Klo in der Zelle. Nein, er geht nicht auf das Klo in seiner Zelle. Nein, nein, nein. Er geht übrigens in die Kirche. Er ist schon wieder aggressiv, aber jetzt findet er Spiritualität, obwohl nur Freizeit ist, ne? Also. Und einfach nur in der Kirche zu sitzen ist gut, aber gleichzeitig wieder unruhig. Das ist halt, wenn man mit Gott redet. Du weißt ja, es ist völlig in Ordnung, mit Gott zu reden, aber du bist psychisch total krank, wenn Gott mit dir redet. Ne? Immer dran denken. Tja, Luxusgüter. Das ist ja, also ich kenne nur, dass Luxusgüter durch den Laden erfüllt werden können. Und obwohl er seine Sachen gerade erfüllt, ne, Freiheit und Spiritualität, ist er trotzdem unruhig und geht hoch. Du siehst, jetzt will er Luxuries haben. Also das ist für ihn wirklich ein Thema. Ist der Laden schon so ein bisschen eingeräumt oder so? Ich kann da ja gerade nicht runter. Also ein paar Kisten sind da, aber da arbeitet keiner. Hast du den Laden ja. Begrenzt? Ja. Dann ist natürlich die Frage, ob da unten überhaupt einer drin arbeiten kann. Weil die haben ja keine Arbeitszeit, ne? Die haben ja nur Programme, die haben keine Arbeitszeit. Das heißt, den Laden dürfte man, glaube ich, nicht begrenzen. Dann wäre natürlich da unten taktisch ungünstig, weil da müssen ja die Leute, die in dem Laden arbeiten dürfen, zum Beispiel die Schutzbefohlenen, du kannst ihnen ja mal Geld machen. Gut, aber ich denke jetzt mal nicht, dass
Schutzbefohlene von psychisch Kranken abgeschlachtet werden. Nee, das denke ich auch nicht. Deswegen wollte ich ja die. Wir können natürlich auch die extrem harten da reinsetzen zum Verkaufen an psychisch Kranke, aber womöglich wird dann über die Ladentheke mal eben abgestochen, weißt du? Die Kirchenbänke sind übrigens nicht komfortabel, weil Komfort wird bei ihm schlimmer. Das weiß ich, eigene Bänke mitbringt, der sagt. Aber seine Spiritualität ist auf einem sehr guten Weg. Ah, na dann. Wenn du morgst, kannst du die Geschwindigkeit gerne auf 3 setzen. Und unser Kellenproblem auf der anderen Seite ist immer noch ein Problem, ne? Hier werden so viele Kellen bei mir angezeigt. Unglaublich. Warum wir da eigentlich in der Küche? Ja? Von unserer kleinen Küche aus, was wir auf der rechten Seite haben. Die liefern auch Essen auf in den normalen Zellenblock. Ja, also in die normalen Kantine. Kann ich dir nicht erklären, warum das so ist. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man das einstellen kann. Ja, ich glaube, ich weiß wie, aber ich will da jetzt nicht rumprobieren, weil sonst mache ich nur kaputt und dafür bin ich jetzt zu müde. Ich habe gesagt, 2, 3. Müsste jetzt nicht gleich wieder Arbeitszeit sein? Da bin ich mal gespannt, ob einer von den Gelben... 5. 5 erst? Aber jetzt haben sie alle Hof, ne? Ja. Mhm. Er benutzt auch Freiheit Komfort, also ihm müsste es eigentlich gut gehen und seine Unruhe wird auch weniger. Also er sitzt jetzt draußen in der Natur auf der Holzbank und baut ein bisschen seine Unruhe ab. Also er geht auf jeden Fall nicht mehr in den orangenen Bereich. Das haben wir ganz gut hier bei ihm im Griff. Jetzt ist er schon ruhig, siehst du, weiß, sehr gut. Er baut gerade richtig gut seine Aggressionen ab. Kumbaya. Dann müssen wir mal gucken, ob gleich in den Laden eventuell minus 23.000. Ich glaube, lange machen wir das Gefängnis nicht mehr, ne? Finanziell. Naja, wenn wir jetzt die Big Boys hier noch reinholen, dann glaube ich, da ein bisschen Geld. So, Programme Einsperrzeit. Alles klar. Also er wird jetzt... Ja, das arbeitet anscheinend keiner. Ne, weil die sind jetzt unten auf dem Weg. Jetzt laufen sie hoch. Sie laufen. Ne, gehen alle in die Wäscherei. Unsere Schmutzbefohlenen. Hast du Arbeitsplätze, haben wir da reingesetzt in den Laden, ne? Ja. Dann haben wir zu wenig Schutz befohlen. Wahrscheinlich. So. Gut, okay, dann haben wir Gerrit Osborn uns angeguckt. Was machen wir denn jetzt hier mit dem, Ach, der Tunnel ist gefunden, deswegen. Ja, guck mal, ich mach mal eben zu, ne? Ja, okay. Dann mach du noch zu. Und ich. Ach ja. Ja, du machst jetzt Feierabend. Geh du mal ins Bett. Irgendwann reicht's auch. Nach 8 Stunden. Ja. Das erzählt mir immer, will fetten 24-Stunden-Stream machen und dann sowas, weißt du? Unglaublich. Und unsere Cafeteria hat immer noch keine Klos, ne? Welche? Natürlich, ich hab da Klos reingebaut. Ja, hier die bei den Orangen drüben, die große. Ach so, da. Nächstes Mal. Erinnere mich das nächste Mal dran. Ja, bestimmt. Sehr gut. Garantiert. So. Gab es einen Grund, warum wir die beiden Besucherräume nicht für Orange gemacht haben? Ich glaube nicht.
Da fehlen noch ein paar Leitungen. Und ein Todeskandidat steht uns immer noch nicht zur Verfügung, ne? Nicht verfügbar. Verstehe ich nicht. Das sieht doch so aus, als ob wir irgendwas vergessen hätten, oder? Naja. Gut. Dann ich glaube aber nicht. Speichern wir das mal.